Herzlich willkommen, Kameramagier, zu diesem Tutorial, wo ich dir zeige, wie du eigene Transition und Transition Presets in DaVinci Resolve machst, die du dann auch mit deinen Freunden oder mit der gesamten Resolve Community teilen kannst, so wie ich. Unten findest du ein kostenloses Transition Preset und wenn du willst, kannst du auch ein Paid Preset Pack kaufen, wenn du das magst. Aber ich zeige dir heute, wie du eigene Transition Presets erstellst. Und vor allen Dingen gucken wir uns heute den Anim Curves Modifier an. Das ist ein neuer Modifier in DaVinci Resolve 17, mit dem du deine Animationen ohne Keyframes erstellen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Steigen wir rein. Hier in DaVinci Resolve habe ich jetzt zwei Clips aus dem Rohmaterial unseres kleinen Halloween-Kurzfilms für den Schießstand The Priest. Und wie das Ganze dann am Ende aussieht, kannst du ja mal da oben nachgucken. Wir haben den dritten Platz belegt. Okay, aber wir wollen jetzt hier mal eine Transition reinbauen. Und dazu gehen wir in die Effect Library, gehen auf Video Transitions und ziehen jetzt hier irgendeine drauf. Das ist erstmal ein Preset, was in DaVinci mitkommt. Aber wir wollen diesen Cross Dissolve, den wir jetzt hier draufgelegt haben, in einen Fusion Cross Dissolve umwandeln. Denn mit dem kann man in Fusion reingehen und die Transition selbst bearbeiten. Also mit Rechtsklick drauf, Convert to Fusion Cross Dissolve. So, jetzt ist es dann ein Fusion Cross Dissolve. Und jetzt können wir mit Rechtsklick drauf gehen. Und jetzt haben wir ein Menü, was wir vorher nicht hatten, nämlich hier Open in Fusion Page. Und das machen wir. In Fusion wird dann das, was Media 1 ist, das, was links in der Timeline ist, also das, was vorher ist, und Media in 2 ist das, was rechts in der Timeline ist. Okay, und dann geht hier der Cross Dissolve rein, was eigentlich nichts weiter als ein Dissolve ist. Ich ungroup den mal, damit wir das klarer sehen. So, wir haben hier eigentlich einfach nur einen Cross Dissolve, der dann auch schon den Anim Curves Modifier drauf hat. Dieser Anim Curves Modifier ist dafür zuständig, dass wir in der Edit Page die ganze Transition aufziehen und klein machen können, wie wir wollen, und sich die Animation automatisch mit stretched und verkleinert. Und wie macht er das? Indem er hier auf die gesamte Timeline schaut und sagt, Frame 0 ist 0, also Startpunkt 0, und das Ganze hier hinten, der letzte Frame, ist 1. Er betreibt also eine Skalierung. Und egal wie viele Frames du jetzt da drin hast, ob das jetzt wie bei mir 11 sind oder 120, der letzte Frame ist hinterlegt immer als 1. Und er geht quasi linear von 0 bis 1. Und das ist quasi eine Curve. Und das siehst du ja auch hier, wenn du auf Custom gehst, ist hier die Repräsentation dieser Kurve. Am Anfang ist 0, am Ende ist 1 und der Wert verändert sich von 0 bis 1. Wenn du das Ganze jetzt verändern möchtest, dann kannst du hier die Scale hochnehmen. Zum Beispiel, wenn du die Scale auf 0.5 wechselst, dann ist in Dissolve am Ende 0.5, also ein halber Dissolve. Okay, ein halber Dissolve bringt uns jetzt nicht wirklich was am Ende, aber wenn wir das rücksetzen, könnten wir jetzt zum Beispiel eigene Punkte unter Custom einfügen und somit einen kleinen Flicker-Effekt erzeugen. Wenn du etwas mit Curves haben möchtest, dann kannst du von Linear auf Easing stellen und dann den Anfang und das Ende abflachen. Indem du zum Beispiel beides auf Exponential stellst, ist es am Anfang langsam, in der Mitte ziemlich schnell der Verlauf und am Ende wieder langsam. Wenn du das visuell etwas besser repräsentiert haben möchtest, dann schau doch mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir etwas verlinkt. Okay, der Anim Curves Modifier beeinflusst jetzt also diesen Background-Foreground-Regler in dem Dissolve und wie der sich verhält. Und wir können diesen Dissolve quasi direkt über dem Modifier steuern, dafür, dass wir hier etwas anderes eingeben. Wir können allerdings diesen Modifier nicht nur auf dem Background-Foreground-Regler haben, sondern eigentlich auf jeden anderen Parameter, den wir haben wollen. Ich nehme jetzt mal hier ein Rectangle mit rein und führe das Ganze mal in den blauen Pfeil. Damit passiert ja der Cross Dissolve ja nur in dem Viereck. Und wenn ich das Ganze jetzt mal in der Höhe ganz groß mache und die Width mit Rechtsklick Modify Width Anim Curves einstelle, dann siehst du, geht dieser Cross Dissolve, beginnt in der Mitte und wird dann breiter.
Und so kannst du ihn quasi überall in deinen Transitions anwenden, um Parameter automatisch steuern zu lassen. Der Anim Curves Modifier hat aber auch seine Grenzen. Zum Beispiel kann er nur numerische Parameter ändern. Was meine ich damit? Wenn ich hier zum Beispiel meine Transform Node reinziehe, dann kann ich unter Size die Modify With Anim Curves Modifier machen, weil das ein numerischer Wert ist. Aber ein Center zum Beispiel oder Pivot sind Punkte, die aus zwei Variablen bestehen, und wenn ich hier mit Rechtsklick draufklicke, da taucht der Anim Curves Modifier gar nicht auf. Aber wir haben jetzt den neuen Vector Result, und wie man den einsetzt, das zeige ich dir auch noch. Okay. Lass uns mal eine coole Transition bauen. Wir bauen mal etwas, was für Musikvideos sehr beliebt ist, nämlich so ein RGB-Split. Und dazu hatte ich schon mal ein Tutorial gemacht, was du da oben findest. Und zwar holen wir uns zuallererst hier mal einen Router rein. Und dann holen wir uns ein Channel Boolean. So. Und da wollen wir nur den roten Channel haben. Und alle anderen setzen wir auf Black. Damit haben wir nur den roten Kanal. So, das kopieren wir uns, haben jetzt den für grün, setzen den grün auf grün Background und red auf black und verbinden den von unserem Router hier herein. Damit haben wir nur den grünen Kanal. Okay, und dann haben wir noch eine Kopie für den blauen, wo wir nur das blaue lassen. Setzen blau auf blue Background. Wir holen uns noch ein Channel Boolean und verbinden das und setzen den Operation Mode nicht auf Copy, sondern auf Add. Und damit haben wir quasi grün und rot zusammen, was natürlich gelb ergibt. Und dann holen wir uns noch einen Channel Boolean rein. Dann gehen wir von dem zweiten Channel Boolean in den anderen und von dem blauen ebenfalls in den grünen Fall, also in den Foreground. Und wenn wir jetzt hier oben von Copy auf Add umstellen, haben wir jetzt wieder unser Originalbild. So, dann setze ich mal noch ein paar Router mit Alt gedrückt. Wenn du mehr Shortcuts zu Fusion haben willst, habe ich dir da oben ein Video verlinkt. So, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch gegeneinander verschieben. So, und dazu nutzen wir natürlich Transform Nodes. Also, ich ziehe mir hier eine Transform Node rein. So, und wenn ich jetzt hier das Center verändere, dann siehst du schon, wie sich der typische RGB-Split-Effekt einstellt. Aber wir wollen ja genau die Weite des RGB-Splits verändern können und vor allen Dingen, dass er sich über Zeit verändert. Und dazu klicken wir mit Rechtsklick drauf, Modify With, und jetzt kommt ein neuer Modifier, nämlich Vector Result. Und dieses Vector Result sagt, wie weit das Ganze weggehen kann. Und wenn du jetzt etwas nach links gehen lassen willst, dann nimmst du hier die Distance nach links. Und wenn du etwas nach rechts gehen lassen willst, dann nimmst du die Distance auf die rechte Seite. Wir haben jetzt einen roten Channel, der die ganze Zeit so ein bisschen auf der rechten Seite rumhängt. So, aber das soll ja nicht die ganze Zeit sein. Der soll ja am Anfang gar nicht da sein und dann erst ausschlagen. Und das machen wir jetzt, indem wir auf die Distance mit Rechtsklick drauf gehen und dann Modify With und you guessed it, Anim Curves nutzen. Okay, diese Anim Curves geben jetzt also quasi dem Distanzparameter seinen Wert. Ich mach mal ein Beispiel. Bei Frame 0 ist der Distanzparameter 0 und bei Frame 11, jetzt in meinem Fall, ist der Distanzparameter 1. Und das liegt daran, dass die Anim Curves linear gehen von 0 bis 1 gerade hoch. Für den RGB-Split möchten wir ja, dass die Anim Curves bei 0 starten, dann hochgehen und wieder runter. Und das am besten smooth. Okay, und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Okay, die Anim Curves sagen ja jetzt, dem Distanzparameter sei am Anfang 0 und am Ende 1. Was ein ziemlich trippier Effekt ist, weil das über den Rand hinausgeht. Das bedeutet, die Distanz ist viel zu groß. Und deswegen kann ich jetzt den Anim Curves Modifier sagen, werde kleiner. Und das mache ich, indem ich hier einfach in den Anim Curves Modifier gehe und die Scale verändere. Also wie groß der maximal sein darf. Und da ich persönlich den roten Parameter am liebsten links halt haben würde, müsste ich den sowieso auf negativ stellen, weil wenn ich den auf negativ stelle, dann geht der ja zur Seite raus.
Und das bedeutet, wenn ich jetzt ganz einfach die Scale auf Minus stelle, geht er jetzt nach links. Aber die Anim Curves werden ja jetzt über die ganze Zeit nur größer. Ich möchte, dass sie dann nachher wieder auf 0 gehen. Also, dass es eben wieder zurückgeht. Und dazu nutze ich hier diesen Mirror-Haken. Jetzt machen die Anim Curves genau das, was ich vorhin gesagt habe. Sie werden erst größer. Hier in der Mitte haben sie dann ihren Höhepunkt und dann gehen sie wieder zurück. Aber es ist noch sehr hart und der Verlauf ist halt linear. Und ich hätte das gerne auf Easing und das ebenfalls auf exponentiell. Und jetzt sieht es doch schon um einiges besser aus. Du kannst natürlich auch unter Custom deine ganz eigene Kurve zeichnen. Zum Beispiel machst du erst einen Punkt hoch, dann machst du einen Punkt nach unten und dann hast du quasi einen vibrierenden RGB-Split. Jetzt haben wir schon mal, dass es nach vorne und zurück geht und dass es schön ausgesmoothed ist. Und jetzt ist es eigentlich einfach nur daran, diesen Transform-Node zu kopieren und für die anderen Channel einzufügen und so einzustellen in dem Anim Curves Modifier, wie wir das wollen. Also, ich gehe jetzt hier quasi in der zweiten Version, gehe ich in den Anim Curves Modifier, setze die Scale zurück und setze die auf 0. Und damit bleibt der grüne Channel in der Mitte. Und dann kopiere ich mir das Ganze nochmal für den blauen Channel. Und der blaue Channel, den können wir jetzt hier unter Modifiers einer Scale verpassen. Und die wird auf jeden Fall ein Stückchen nach rechts gehen. Und damit haben wir diesen ganz typischen RGB-Split. So, aber unser Media-Out zeigt das ja noch gar nicht an. Deswegen disconnecte ich hier mal diesen Router und verbinde das Ding hier in den Media Out, damit wir auch genau diese Transition haben. Okay, und wenn dir die Transition, so wie sie jetzt ist, schon gefällt, dann kannst du ganz einfach in die Edit Page gehen, hier mit Rechtsklick draufklicken und dann ein Create Transition Preset machen. Das bedeutet, du hast dann ein automatisches Preset, was immer so ist. Aber dieses Transition Preset, siehst du hier drüben unter Transition, hat keine Möglichkeit, das noch irgendwie zu beeinflussen. Und deswegen ist es viel, viel geiler, deine Transition Presets als Makros zu speichern. Und das zeige ich dir jetzt. Also gehen wir zurück mit Rechtsklick auf die Transition und dann Open in Fusion Page. Und dann sind wir wieder in unserer Fusion Transition. Bevor ich das Ganze jetzt als Makro speichere, möchte ich die Transform Nodes mal entsprechend umbenennen, beziehungsweise die Anim Curves Modifier. Und ich möchte die Vector Results auch noch umbenennen, weil das Coole ist, wenn wir jetzt in dem Vector Result den Winkel ändern, dann ändern wir natürlich, wohin sich das Ganze bewegen soll. Okay, kommen wir mal zum Makro bauen. Wir wollen alles markieren, was die Transition ausmacht, mit Rechtsklick draufklicken. Und dann Makro, Create Makro. Wichtig ist, dass ihr kein Media In oder Media Out mit anwählt. Create Makro und dann ist genauso wie bei dem letzten Video zu Resolve Effects wichtig, nur die Parameter jetzt hier anzuwählen, die wirklich wichtig für deine Transition sind. Und bei uns ist es ja wirklich einfach nur die Anim Curves Modifier und die Winkel in dem Vector Modifier. Der Dissolve ist schon mal rot, weil er den Background und den Foreground nimmt. Stimmt so, der kriegt die Media Ins. Und der Channel Boolean 3 ist auch rot, weil der den Output gibt. Also hier Output. So, und jetzt siehst du, dass es hilfreich war, die ganzen Teile umzubenennen. Jetzt kann ich nämlich hier einfach nach Vector Red und Anim Curves Red suchen. Genauso das bei Grün und genau das bei Blue. Okay, unter Vector Red möchte ich auf jeden Fall den Angle nehmen, also den Winkel. Nenn das Red Direction. In den Controls für den Anim Curve Modifier möchte ich auf jeden Fall die Curve In, Out und Out. Also das sind ja hier In, Out. Das In und das Out. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch die Scale, weil das bestimmt ja, wie weit das Ganze geht. Und das gleiche nochmal für Blau. Angle. Nehmen wir hier Blue Direction. Das klingt wie eine Boyband. Und auch hier wieder Curve, In, Out, Out. Und hier natürlich auch wieder die Scale, wo wir sagen Blue Distance. Könnte auch eine Boyband sein. So, jetzt haben wir alles markiert, was wir für das ganze Ding
brauchen. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch benennen, wie wir es haben wollen und an den richtigen Ort speichern. Und wenn wir jetzt auf Close drücken, dann fragt er uns, wo wir das Ganze hinspeichern wollen. Und da möchten wir wieder den richtigen Ordner finden. Und der ist nämlich unter Fusion, Templates, Edit und dann hier Transitions. Und dann siehst du hier, habe ich schon eine ganze Menge von meinem Transition Pack. Und ich nenne den hier ganz in meiner Manier MVS RGB Split 17. Und den kannst du dir auch unten in der Beschreibung runterladen. Das Coole an sowas wie einer RGB Split Transition ist, dass du sie ja auch quasi wie einen Effekt nutzen kannst. Also einfach einen Schnitt machen kannst, dort wo der Clip ist und dann einfach die neue Transition draufziehen. Und so kannst du Transitions auch quasi als One-Shot-Effekte nutzen. Hey, und wenn du noch eine Frage zu irgendwelchen Transitions hast oder vielleicht dir sogar meinen Transition-Pack gekauft hast, dann schreib mir das mal unten in die Kommentare, sag mir, wie du es findest und wir sehen uns beim nächsten Mal, Kameramagier. Ciao!